Moin moin und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. In diesem Video möchte ich euch das Hotel Alf Lela Valela vorstellen. Das Hotel befindet sich am Rande von Hurghada und wir werden hier einen großen Rundgang durch die gesamte Anlage unternehmen. Dieses ist nun der Haupteingang zu diesem Hotel. Und hier sehen wir einmal den Weg, den wir gleich abwandern wollen. Das gesamte Hotel ist total im orientalischen Stil gehalten und ein echter Hingucker. Wir gehen jetzt einmal durch den Hauptweg. Dies ist nun noch wieder der Eingangsbereich und da hinten durch das Tor durch ist der Hauptweg, wo sich die gesamten Geschäfte befinden. Wie wir hier an diesen Bildern sehen können, ist das ganze Hotel einfach nur fantastisch. Es gibt hier überall was zu schauen. Hier am Hauptweg befinden sich dann etliche Geschäfte. Ein Fitnessstudio, die Massage, man kann hier Klamotten kaufen, man kann hier Zigaretten und Süßigkeiten und alles, was man haben möchte, erwerben, sowie auch viele Schuhe, Parfüm natürlich nicht zu vergessen. Und hier in diesem Bereich befindet sich dann auch schon die Rezeption. Hier gleich bei der Rezeption können wir tagsüber immer mal ein Taxi bestellen. Und wir laufen jetzt mal hier vorne in diesen Bereich rein. Und wir sehen dann die Anmeldung für die Zimmer, wo sehr freundliche Leute uns dann bedienen werden, dass wir ein schönes Zimmer bekommen. Und hier ist dann auch schon gleich die erste Bar. Ja, dieser wunderschöne Kronleuchter hängt oben an der Decke. Und hier ist der Bereich, wo abends immer was stattfindet. An jedem Abend ist hier irgendeine Vorführung, Karaoke für die Kinder, für die großen Kinder und für die Erwachsenen. Der erste Pool ist hier in Sicht. Dieser Pool ist dann beheizt. Und insgesamt befinden sich 10 Pools in diesem Hotel. Hier ist schon der zweite Pool und das Tolle, an jedem Pool wird man auch bedient. Man kann sich Getränke bestellen, man kann sich Kaffee bestellen, Cappuccino und was das Herz begehrt. Hier sind wir schon am dritten Pool. Dieser Pool ist auch beheizt. Der Geldautomat befindet sich dann wieder in dem Hauptweg. Und auch hier wieder Parfüm. Und wir kommen dann zur zweiten Bar. Hier ist abends immer was los. Hier muss man immer früh genug hin, damit man einen schönen Platz bekommt. Und dann ist hier die zweite Bar, wo man absolut super bedient wird. Und weiter geht's durch dieses Tor zum nächsten Bereich. Und auch hier sehen wir T-Shirts, man kann hier Brillen kaufen, man kann hier Elektrogeräte kaufen. Und auch hier ist wieder eine kleine Bar. Natürlich Fußball ist allgegenwärtig. Und wenn wir jetzt auf diesen riesigen Platz gucken, und auch hier sehen wir wieder Brillen.
bin extra am Abend hier durchgegangen, dass hier ein bisschen Ruhe ist. Wir sehen hier das erste Restaurant. Natürlich kann man überall drinnen und draußen sitzen bei allen Restaurants. Und hier ist dann auch schon das zweite Restaurant. Zu essen und trinken gibt es überall. Man kann weder verhungern noch verdursten in diesem Hotel. Und wir sehen hier diese wunderschöne Anlage. Hier ist nochmal einmal der Hauptweg von der anderen Seite Richtung Ausgang gefilmt. Und wir haben das dritte Restaurant. Auch hier gibt es sehr leckere Speisen und Getränke. Das vierte Restaurant. Und natürlich dürfen auch hier kleine Läden nicht fehlen. Dies ist jetzt dieser große Hauptplatz, wo denn ständig große Ausführungen stattfinden. Hier treffen sich dann die ganzen Touristen von sämtlichen anderen Hotels. Und pro Aufenthalt kann man sich hier auch einmal dann ein Ticket holen und hier dann gemütlich sitzen und essen und trinken. Diverse Nachbauten von den Sehenswürdigkeiten in Ägypten sind hier alle nachgebaut worden. Es findet sich hier alles wieder, was man sonst so besichtigt. Eine riesige große Bühne ist hier mit Live-Musik, mit Vorführungen, mit Akrobatik und so weiter und so weiter. Zum Beispiel haben wir hier die Nachstellung der Sphinx. Abu Simbel wird hier dargestellt, darf natürlich auch nicht fehlen. Und in diesem Bereich ist dann das ganz große Restaurant. Und hinter der großen Bühne dann natürlich wieder ein großer Pool. Pools werden jedes Mal wieder hergerichtet für den nächsten Tag und es ist immer alles sauber und aufgeräumt. Der große Pool nochmal dann von der anderen Seite gefilmt. Und ganz am Ende von dem Hotel befindet sich hier nochmal eine kleine Straße, wo man letztendlich dann alles kaufen kann, was man so benötigt. Dieser Bereich gehört nicht direkt zum Hotel, sondern ist auswärts, aber natürlich durch den Weg ganz einfach zu erreichen. In diesem Bereich befindet sich dann auch ein Fußballplatz und natürlich wieder mal ein großer Pool. Und wunderschöne Zimmer. Dieses ist dann schon wieder der nächste Pool. Und hier in diesem Bereich befindet sich das zweite Fitnessstudio, das zweite Gym. Wir haben hier wieder mal einen Spa-Bereich mit Massage und allem, was dazugehört. Auch dieser Bereich ist wieder richtig schön bunt gehalten, ist richtig was fürs Auge. Jetzt haben wir nochmal das Hauptrestaurant, dann von der anderen Seite. Auch hier sind immer alle Stühle und Tische draußen belegt, wenn man nicht früh genug da ist.
und wir kommen dann zum riesigen Pool für unsere Kleinen. Dieser Pool ist natürlich auch beheizt, damit die Kleinen sich richtig hier austoben können im Wasser. Diverse Spielgeräte, wie man sehen kann, befinden sich hier im Wasser, so dass die Kleinen sich auch wohlfühlen. Ja, natürlich eine Minigolfanlage darf auch nicht fehlen. Die befindet sich denn direkt neben dem Kinderpool. Hier sehen wir schon wieder einen nächsten Pool. Und von hier aus können wir ganz einfach über die Straße laufen ins Neverland Hotel, wo sich die ganzen Rutschen befinden. Der Vorteil ist, wenn wir hier lang laufen, wir brauchen nicht vorne raus aus dem Hotel und die Wachleute gucken, ob wir denn auch tatsächlich ein Bändchen haben von Alf Lela, sondern wir können hier einfach über die Straße laufen und sind schon in diesem anderen Hotel. So, wir kommen zum nächsten großen Pool. Hier befindet sich dann immer die Animation. Dieser Pool ist immer sehr, sehr gut besucht. Leider wurden die Liegen immer schon durch Handtücher reserviert am frühen Morgen, so dass, wenn man nach dem Frühstück hier einen Platz haben wollte, die Plätze meistens alle belegt sind. Natürlich die Poolboys sorgen dann trotzdem dafür, dass sie irgendwo liegen und einen Sonnenschirm herzauberten. Also irgendwie klappt es immer. Dieser Pool ist leider nicht beheizt. Das konnte man auch daran sehen, dass sehr wenig Leute in diesem Wasser sich befanden. Immer wieder aufgeräumt und sauber gemacht. Die Liegen alle picobello hingestellt. Und dann ist hier, kann man mittags Hamburger oder Pizza oder Nudeln essen. Eis gibt es hier immer. Und nebenan war dann auch noch ein kleines Restaurant. Eine Tischtennisplatte befindet sich hier, die immer eigentlich belegt war. Wir haben hier dann Billard. Und dann ist hier nochmal wieder ein Pool. Ein kleiner Pool, der auch nicht beheizt ist. Also wie wir sehen können, überall befinden sich Pools. An der Zahl sind es 10. Hier wird dann jeder seinen Platz finden. Ja, liebe Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich konnte euch ein bisschen das Hotel näher bringen und würde mich natürlich freuen über einen Daumen nach oben. Lasst auch gerne einen Kommentar da, wie euch das Hotel gefällt. Und sage wie immer als letztes ciao ciao und bleibt alle gesund.